Wurden Sie jemals diskriminiert, weil Sie eine Frau sind? Ja, das wurde ich. Ja. Ja. Ja, wurde ich. Ja. Ja, wurde ich. Ja. Ja. Ja, wurde ich. Ja, wurde ich. Ja. Ja, wurde ich. Diskriminierung gehört leider zum Alltag vieler Frauen. Ja, da war ich in der Bahn und saß dann. Und dann kam halt so eine Männergruppe und hat sich dann um mich rumgesetzt. Und naja, ich gebe zu, wenn man dann so alleine unterwegs ist, dann hat man halt so ein bisschen Angst. Und dann kamen halt so Pfiffe, Komplimente solcher Art, so auch noch so sexistisch, das ist so unangenehm. Zum Beispiel, wenn ich angepfiffen werde oder so, fühle ich mich schon diskriminiert. Also zum Beispiel angehupt oder so. Ich reagiere dann da meistens nicht drauf. So, ich glaube, wie man selbst damit umgeht, ist wichtig. Jede zweite Frau ist Opfer sexueller Gewalt. Nur 10% dieser Vorfälle werden zur Anzeige gebracht. Als Kind, ich war 11 Jahre alt, wurde ich von einem Onkel meiner Freundin angefasst. Haben Sie dagegen irgendwelche Hilfe bekommen? Nein. Ich habe es damals der Mutter meiner Freundin erzählt, die hat nichts getan. Und zu Hause habe ich mich nicht getraut, weil meine Eltern mir verboten hätten und dann den Kontakt abgebrochen hätten. Und deswegen habe ich nichts gesagt. War damals auch üblich so. Ist halt so. Frauen wird bei der Arbeit weniger zugetraut als Männern. Ich bin Mechanikerin und dann wird immer gesagt, ich könnte nichts heben oder ich wäre zu schwach für irgendwelche Sachen. Und das diskriminiert mich schon. Seit Jahren kämpfen Frauen gegen diese Diskriminierung. Der Kampf für Gleichberechtigung wird Feminismus genannt. Beispielsweise erreichten Frauen das Wahlrecht und eine freie Berufswahl. Kriegt ja irgendwie der Mann, der das Gleiche macht, dann irgendwie mehr Geld oder so. Heute kann ich nur empfehlen, dass ihr euch dagegen wehrt. Akzeptiert es nicht. Wehrt euch. Macht euch stark. Traut euch. Ihr könnt alles schaffen. Gemeinsam sind wir stark.